Organisierte Kriminalität geht uns alle an. Und im Moment ganz aktuell, die organisierte Kriminalität bereichert sich an der Pandemie. Warum sollen wir uns überhaupt gegen Korruption und gegen Geldwäsche engagieren? Was passiert da eigentlich? Es ist so, Staaten werden von der organisierten Kriminalität regelrecht unterwandert. Die OK, in der Abkürzung die organisierte Kriminalität, höhlt ganze Staaten aus, untergräbt die soziale Ordnung und verursacht sehr hohe Finanzfolgekosten. Die organisierte Kriminalität hat schwere negative Auswirkungen auf Klima, auf die Umwelt, Umweltstraftaten beim Umgang zum Beispiel, also mit radioaktiven Stoffen, mit Gewässer, Luft oder Bodenverunreinigung, illegale Abfallbeseitigung, Abholzung. Viele Straftatbestände haben einen Umweltbezug und gefährden die Zukunft. Internationale Experten warnen, Korruption unterminiert Behörden, Politik, Rechtssysteme, schwächt und untergräbt das soziale Gefüge. In der Bevölkerung leiden insbesondere Frauen, Jugendliche und Kinder unter den schwierigen Bedingungen von oft völlig ausgeblühten Sozialsystemen in manchen Ländern. Wir hatten das ja jetzt gerade im Zuge der Finanzkrise Griechenland, Afrika. Insbesondere Frauen und die Jugend sind auf funktionierende Straßen angewiesen, auf ein friedvolles Zusammenleben. Ich nenne nur mal Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser und so weiter. Jetzt stellt sich die Frage, was kann dagegen getan werden? Wir müssen bestehende Gesetze umsetzen, da kommen wir nachher noch vertieft drauf zu, und wir müssen sie gegebenenfalls auch anpassen und vor allem, und das Allerwichtigste, wir müssen die Geldwäsche bekämpfen. Stellt sich die Frage, warum sollten wir uns gegen Geldwäsche, und ich habe das jetzt einmal ausgeschrieben hier, gegen die transnational organisierte Kriminalität, das schreibt man auf dem Deutschen abgekürzt TOC oder die, wie das im Fachbegriff heißt, die Transnational Organized Crime. Warum sollten wir uns da dagegen und gegen Terror überhaupt engagieren? Die Bekämpfung der Geldwäsche, der organisierten Kriminalität und der Finanzierung des Terrors betrifft uns alle. Jeden betrifft es. Der Schutz der Demokratie, also wer nicht in einer Diktatur aufwachen möchte, der muss eigentlich heute was tun. Experten sagen, bei Konferenzen, wo ich immer bin, wo ich das Privileg habe, seit Jahren hinzugehen, wie zum Beispiel OECD Paris, wo es um Antiterror oder Digitalisierung geht, um Korruption oder Antiterrorkonferenzen in Israel, heißt es, wenn wir jetzt nicht aufpassen, wir haben schon viele Diktaturen um uns herum. An die Politik und Justiz. Will man die Mafia haben? Will man die TOC ernsthaft bekämpfen? Und wie weit hat Korruption bereits die Behörden, die Politik und die Rechtssysteme unterwandert? Wichtig wäre die Transparenz. Wir müssen Wissen erwerben über international organisierte Kriminalität. Wir müssen über die Mafia sprechen und wir müssen darauf aufmerksam machen. Hier ist mal so ein Bild von einem meiner Cartoonisten über Geldwäsche. Man sieht da den Aufsichtsrat, der hebt sich die Augen, die Nase, die Ohren und was noch alles zu, den Mund zu. Und die Geldwäsche läuft wunderbar. Wie funktioniert jetzt diese Unterwanderung in die legale Wirtschaft? Also wie unterwandert die TOC die Firmen? Ganz einfach, sie arbeiten mit Strohmännern. Es gibt keine Fachkräfte, sondern sogenannte Amicis, also Freunde. Die beziehen Materialien von befreundeten Firmen, verwenden minderwertige Materialien, sind damit oft die schlechtesten Firmen. Bei Ausschreibungen sind sie durchaus Gewinner, denn sie müssen nicht gewinnorientiert arbeiten. Sie können das billigste Angebot machen. Umweltstraftaten, Klimaschäden, Verschandlungen und Herunterkommen ganzer Landstriche, zum Beispiel in der Rohstoffhandelmafia. Wenn ich zu schnell bin, was manchmal bei mir passiert, können Sie mir ja ein Zeichen geben, ja? Ja, alles prima. Also die Wirtschaftskriminalität, das ist eine große Gefahr für die Gesellschaft und für die Märkte. Ein Rechtsstaat muss solche Praktiken unbedingt unterbinden, wenn er eine zukunfts- und konkurrenzfähige Wirtschaft haben möchte. Die gigantischen TOC-Vermögen kaufen bereits in manchen Ländern die Regierungen. Das heißt, die TOC, also die Transorganized Crime, bestimmt die Politik. Es gibt da ein Beispiel von Guatemala. Da
Bei der letzten Wahl standen 5 Parteien zur Wahl und nach UN-Berichten waren alle 5 mindestens zu 25% von der organisierten Kriminalität, also von Mafia-Strukturen bezahlt. Das heißt, die Bevölkerung hat die Möglichkeit zwischen Pest und Cholera, also sie kann nur die OK wählen. Die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche und der TOC und der Finanzierung des Terrors werden nicht umgesetzt in ganz Europa. Und da möchte ich heute Abend unbedingt noch genauer drauf zu sprechen kommen. Jetzt schauen wir uns mal die Größenordnung an von diesem Problem. Die UNODC, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, es ist eine Gesellschaft, Untergesellschaft der UN mit Sitz in Wien, die schätzt, dass die jährliche Einnahme aus der organisierten Kriminalität 2,1 Billionen, also nicht Milliarden, Billions betrifft. Es gibt diese sogenannte Ecolab-Studie, die jetzt auch schon 2 Jahre alt ist, die schätzt das Ganze auf 3 Billionen. Und das Schlimme ist, es sind weniger als 1% der Einnahmen weltweit, die konfisziert werden, die also beschlagnahmt werden. Wenn man sich jetzt links die Grafik anschaut, dann sehen wir, das ist eine Größenordnung zwischen United Kingdom, also zwischen England und Russland. Über so viel Geld verfolgt die organisierte Kriminalität. Jetzt muss man sagen, ich bemühe immer Bilder, ich finde, mit Bildern geht alles besser. Dieser Riesendinosaurier, der wabbert ja durch die Finanzsysteme und der hinterlässt, das wird ja nicht nur im schwarzen Koffer durch die Gegend getragen, sondern durchs Bankensystem und der hinterlässt Spuren. Und man muss also, wie wir vorhin an dem Aufsichtsrat gesehen haben, man muss schon energisch weggucken, wenn man das nicht sehen will. Hier kommt eines meiner Lieblingscartoons. Seit Jahren versuche ich herauszufinden, wer der Cartoonist ist, aber den finden sie nicht. Also wer mir sagen kann, wer der Cartoonist war, den lade ich zum Essen ein. Das Cartoon sagt, Papa, ich möchte sehr gern eine Karriere machen in der organisierten Kriminalität. Und der Vater sagt nur, ja, willst du in die Regierung oder zur Bank? Das spricht für sich. Jetzt schauen wir uns mal kurz die Geschäftsfelder an von diesem Transnational Organized Crime. Also ein gefundenes Fressen, das ging gerade heute in Gesprächen mit Experten so. Die organisierte Kriminalität bereichert sich an dieser Pandemie und die Geldschleusen sind offen, also die Champagnerflaschen werden gezündet. Es ist illegaler Drogen, Menschenwaffenhandlung, Schleusung, Umwelt-, Klimastraftaten, Piraterie, ganz schlimm, Zwangsprostitution, großes Feld, illegale Beschäftigung, illegale Giftmüll, Glücksspiel, auch das Suchtverhalten liest man jetzt vermehrt in der Presse, das nimmt sehr stark zu, also Glücksspiel ist ein großes Thema. Natürlich Alkohol, Tabak, Umsatzsteuer. Wir hatten dazu einen Finanztreff und Cum-Ex haben wir auch behandelt. Unbeschreibliche Summen, die da verloren gehen für die Gesellschaft. Kreditkarten, Sportbetrug, gefälschte Medizin. Ja, ich habe ja so am Rande jetzt mitgekriegt, so ganz genau habe ich die Vorstellung leider nicht verstanden, weil ich euch ja nicht persönlich sehen kann. Aber es gibt ja wohl auch Mediziner da drin, die werden das wissen. Rohstoffe, Produkte, Wald, Sandmafia gibt es, Kryptowährung, Cyberkriminalität und jetzt ganz groß Fake News und gekaufte Wahlen. Und es sind auch so die Felder mit der schnell wachsenden Aktivität und es ist ein großes Risiko für die westlichen Staaten. Der gemeinsame Nenner dieser kriminellen Aktivitäten sind Gewinnorientierung und die Kontrolle eines Territoriums, also Geld, Macht und Territorium. Jetzt müssen wir uns fragen, woher stammt das Geld? Und ich will mal ganz kurz erklären, was der Unterschied ist zwischen den Einnahmen der organisierten Kriminalität und der Steuerhinterziehung. Die Gewinne der TOC sind die Ergebnisse von Straftaten. Im Gegensatz dazu stammt das Geld bei der Steuerhinterziehung meist aus legalen Geschäften. Allerdings ist Steuerhinterziehung oft eine Vortat für die Geldwäsche. Also man muss sich deshalb immer die Frage stellen, woher stammt das Geld? Wer ist der wirkliche wirtschaftlich Berechtigte der Eigentümer? Um die illegalen Gewinne der TOC aus Straftaten nutzbar zu machen, muss die kriminelle Herkunft des Geldes durch die Geldwäsche verschleiert werden, um das illegale Geld in das legale Finanzsystem zu schleusen. Die Verschleierung ermöglicht Verbrechen. Also
fragt man sich, wie mache ich jetzt aus einem ausländischen Vermögen eigentlich ein Schweizer Vermögen? Das ist ganz einfach. Ich habe 17 Jahre in der Schweiz gewohnt. Ich weiß, wie es geht. Ganz einfach. Ich verschleiere den wirklichen Eigentümer, indem ich einen Schweizer Treuhand oder eine Offshore-Firma vorschalte. Der Strohmann, also der Treuhänder, tritt nach außen als Gesellschafter auf und übt zum Schein die Gesellschaftsrechte aus. Aufsicht und Kontrollgremien werden systematisch aufgeweicht. Whistleblower werden verfolgt, gemobbt, rechtlich verfolgt, verurteilt oder im schlimmsten Fall gleich umgebracht. Illegales Kapital und Geldwäsche führen zu ungeheuren globalen Machtverschiebungen. Zum Thema Whistleblower darf ich vielleicht noch eine kleine Geschichte erzählen. Ich war eingeladen im Europaparlament in Straßburg bei der Anhörung von Matthew Galizia. Er ist der Sohn der Journalistin, haben Sie vielleicht mitgekriegt, in Malta, die mit einer Autobombe ermordet worden ist. Da war die Anhörung und er hat gesagt, dass die ganze Politik total korrupt ist. Es war erschütternd. Wobei der Justizminister von Malta hat auch gesprochen, hat gesagt, bei uns ist alles in Ordnung. In Malta gibt es keine Korruption. Gut, inzwischen hat ja die Regierung gewechselt. Man weiß das, wer die Presse verfolgt hat. Aber er hat mich danach, also nach der offiziellen Anhörung, im Gang gefragt, sagt er zu mir, Frau Frank, wieso stimmt eigentlich Deutschland bei allen Sachen, die für mehr Transparenz und für mehr Aufklärung gegen Korruption ist, in Europa dagegen? Ich muss Ihnen ehrlich sagen, es hat mir exakt die Sprache verschlagen. Ich weiß es natürlich, aber wenn so ein Betroffener Sie darauf anspricht, da wissen Sie kurz nicht, was Sie sagen sollen. Jetzt sprechen wir mal kurz über ein Heimlichkeitsdelikt. Und diese Seite zu schreiben, das hat mich, ja, da habe ich die ganze Weile dran rumgekaut. Es ist nämlich gar nicht so einfach, einfach mal aufzuschreiben, was ist eigentlich ein Heimlichkeitsdelikt. Jeder denkt ja, man weiß, was das ist, aber schreiben Sie es mal auf. Korruption und Geldwäsche sind sogenannte opferlose Heimlichkeitsdelikte, welche sich im Verborgenen abspielen. Alle Beteiligten sind Täter. Daher gibt es kein Interesse an der Aufklärung. Alle Täter sind von Anfang an auf Verschleierung ihres Tuns und der Zusammenhänge bedacht. Auch nach der Entdeckung der Tat geht es um Vertuschen und Leugnen. Und da es ja keine direkten Opfer gibt, wie jetzt zum Beispiel beim Raub oder Wohnungseinbruch oder wenn ihnen die Handtasche geklaut wird, ist es schwierig. Die Aufklärung von Korruptionsfällen ist schwierig, weil alle schweigen. Heimlichkeitsdelikte bestehen aus Vertuschungsgemeinschaften. Whistleblower sind oft die einzige Möglichkeit zur Aufklärung. Und dabei müssen sie auch noch oft Straftaten begehen und werden dann sowieso bestraft. Da kommen wir noch drauf. Hier haben wir ein Cartoon, das ist von einem meiner Stuttgarter Cartoonisten, der, als ich ihm das geschildert habe, was ich für ein Cartoon brauche, hat er mir das ganz kurz gezeichnet. Ist vielleicht nicht das Beste der Welt, aber ich finde, man muss den Text gar nicht sich anhören, man sieht schon gleich, was los ist. Also der Dieb hat das Geld in der Hand und da tropft schon das Blut runter. In der Mitte ist die Waschmaschine und wenn man genau hinguckt, sieht man sogar das Schweizer Kreuz, da wird das Geld gewaschen. Und daneben steht der sogenannte Crime Enabler, also derjenige, der das Verbrechen ermöglicht, der Hehler. Und der hat eine pfiffige Idee, wie man das Geld verschleiern kann. Crime Enabling bedeutet das Verschleiern der wirtschaftlich Berechtigten und der Herkunft der durch Kriminalität gewonnenen Vermögenswerte. Indem die Herkunft und die Eigentümer der illegalen Gelder verschleiert werden, reduzieren die Crime-Enabler das Entdeckungsrisiko der Täter auf nahezu null. Das heißt, die Strafverfolgung ist fast unmöglich. In einigen Staaten ist Crime-Enabling ein sehr lukratives Geschäftsmodell mit Milliardeneinnahmen. Aufsichtsbehörden, Staatsanwaltschaften und Gerichte dieser parasitären Staaten schützen die Crime-Enabler-Industrie. Beispiel Schweiz. Hier sind die geldwäscherechtlichen Aufsichtsbehörden der Treuhänder, Anwälte und Vermögensverwalter zugleich die Standesorganisationen. Man nennt es dann Selbstregulierungsbehörden. Aber Standesorganisationen schützen ihre Mitglieder und sind damit völlig ungeeignet zu einer Kontrolle. Die Crime-Enabler geben sich den Anschein von ganz seriösen Geschäftsleuten, welche jedermann ihre Dienste anbieten. Wer es wagt, den Verdacht auf Geldwäsche bei der Behörde zu äußern, riskiert, verklagt zu werden.
Und es ist gar nicht witzig in der Schweiz zum Beispiel. Also wenn Sie da den Verdacht auf Geldwäsche äußern, dann steht da drauf bis zu 3 Jahre Knast. Meistens gibt es nur eine Geldstrafe, so für Tagessätze werden Sie verurteilt. Aber ich bin ja mit einigen Whistleblowern und vielen Investigativjournalisten befreundet. Also ich weiß von Investigativjournalisten, die zum Beispiel was geschrieben haben, eine Veröffentlichung in einem Buch, Namen genannt haben, werden dann angezeigt, werden verurteilt zu ein paar Tagessätzen mit dem Erfolg, dass die Schweizer Behörden das an die deutsche Justiz durchstechen und die sind dann vorbestraft. Und jetzt gehen Sie mal als vorbestrafter Journalist in den Deutschen Bundestag oder ins Europaparlament, können Sie nicht mehr berichten. Die TOC-Organisationen, die sind organisiert, also die modernen Mafien sind organisiert wie international tätige Unternehmen. Nur die machen mit illegalen Geschäften Gewinne. Die Strafverfolgungsbehörden kommen kaum an die Köpfe der Organisationen ran, weil man eigentlich nur ihre bürgerliche, also ihre vorgeschobene Identität kennt. Und dieses Beispiel, was ich jetzt bringe, das war meiner Editorin, die jetzt gerade einen Artikel geschrieben hat, den gestern die Süddeutsche Zeitung sogar angefordert hat über Mafien in der Pandemie, finden Sie bei mir auf der deutschen Seite. Die hat mir das jetzt genau aufgeschrieben, wie ich das erklären muss an dieses Beispiel. Also zum Führungsgremium einer modernen Mafia, wie zum Beispiel Ndrangheta, gehört ein Mafia-Boss, ein Senator aus dem nationalen Parlament, ein Staatssekretär auf regionaler Ebene und ein hoher Verwaltungsbeamter. Die modernen Mafien werden wie multinationale Unternehmen geführt. Indem sie ihre Leute in Verwaltung und Politik einschleusen, nehmen sie Einfluss auf politische Entscheidungen. Also da wird zum Beispiel entschieden, welche Projekte werden überhaupt finanziert. Und die organisierte Kriminalität kennt keine Wirtschaftszyklen. Im Gegenteil, in Rezessionen oder so, wie wir es jetzt haben, in dieser Pandemie, in diesem Virus-Pandemie, boomt das Geschäft der TOC, weil Personen leichter zur Mitarbeit zu gewinnen sind. Und auch die Staaten gucken ein bisschen weg, wenn irgendwo Geld fließt. Die Umwandlung der Einnahmen aus den Verbrechen in den legalen Wirtschaftskreislauf ist die Achillesferse der TOC. Deshalb wäre die Bekämpfung der Geldwäsche der wichtigste Ansatz im Kampf gegen die TOC. Nur leider, wir werden es sehen, das wird nicht gemacht. Jetzt habe ich mich hier irgendwie verklickt. Oh. Bin gleich wieder da. Ich möchte Ihnen die Financial Action Task vorstellen. Das ist die Arbeitsgruppe für finanzielle Maßnahmen gegen die Geldwäsche. Nur ganz kurz, das Profitstreben vieler Länder hat nach wie vor Vorrang vor der Notwendigkeit der Gefahrenabwehr und der Bekämpfung der Geldwäsche. Die Financial Action Task ist die oberste Gremium der Geldwäsche übrigens. Sie hat einen deutschen Vizepräsidenten, der jetzt Präsident werden will und Deutschland wird demnächst geprüft. Da gibt es einige Experten stehen Kopf, will ich nur mal andeuten. Die Gründung war 1989 durch die G7 und die EU-Kommission. Diese sogenannten 40+9 Empfehlungen betreffen die Unterdrückung und die Prävention, also die Vorbeugung und die Repressionen. Die Empfehlungen, und das ist eine der Schwierigkeiten, sind aber nicht internationales Recht, sondern sogenannte Soft Law, das heißt, es sind nur Empfehlungen. Jetzt muss die Staatengemeinschaft das Ganze in nationales Recht umsetzen. Das ist das Problem. Die TOC, der Terror und die Crime-Enabler sind sogenannte Kriegsgewinnler der Globalisierung und Kriegsgewinnler auch jetzt von solchen Krisen. Die Organisationen können auf Jahrzehnte ungehindertes Wachstum zurückblicken. Die TOC verfügt über ein Vielfaches der Finanzmittel vieler Staaten. Die notwendige Aufsicht und die Eindämmung fehlt total, auch in allen bis vor kurzem 28, jetzt 27 Mitgliedstaaten der EU. Während die TOC international vernetzt arbeitet, hört die Reichweite der Strafverfolgung oft an den nationalen Grenzen auf. Die Politik reagiert sehr langsam. Siehe zum Beispiel diesen Paragraph 169 Strafgesetzbuch. Das ist aber zum Glück geändert worden, und zwar unter unserem
jetzigen Außen, früheren Justizminister Maas, der hat so viel Druck von einigen Experten bekommen, dass er doch tatsächlich, ich glaube, es war Juni 17, die Darlegungslast bei der Vermögensbeschlagnahmen eingeführt hat. Also man kann jetzt konfiszieren die Gelder. Und wir haben das gesehen, da gab es in Berlin, das war der erste größere Fall, Beschlagnahmung von Vermögenswerte bei einem Clan. Vielleicht haben Sie das mitgekriegt in der Presse. Also das ist was, wo die Polizei und die Ermittlungsbehörden jetzt aufatmen, dass es dieses Gesetz wenigstens gibt. Und das wäre auch sehr hilfreich jetzt mit der Pandemie. Da können wir nachher noch drüber vielleicht diskutieren. Jetzt stellt sich die Frage an die Politik und an die Justiz. Will man Aufklärung und Bestrafung oder will man nicht? Hat die Korruption bereits Behörden, Politik und Rechtssysteme unterwandert? Und ganz, ganz wichtig und nicht zu unterschätzen, wie wird mit Whistleblowern umgegangen? Hier sehen Sie an dem schönen Bild mit den roten Flecken, das sind Hochrisikoländer, es sind diese Paradiese für die Geldwäsche, die Schweiz läuft schon fast blau an, das sind die absoluten Paradiese, Deutschland, Schweiz. Und warum? Warum sind die Geldwäscheparadiese? Ja, das kann ich Ihnen sagen. Auch die organisierte Kriminalität tut ihr Geld gern in ordentlichen Ländern anlegen. Das sind also durchaus positive Attribute, dass das der Fall ist. Es gibt hier Rechtsstaatlichkeit. Wir haben relativ geringe Korruption. Wir müssen den Notar noch nicht mal bestechen, der den wirtschaftlichen Eigentümer überhaupt nicht einträgt. Wir haben liquide Märkte. Wenn Sie hier im Immobilienmarkt 400 Millionen durchschleusen, das fällt überhaupt nicht auf. Und sie können die auch wieder verkaufen. Also das ist wunderbar für Geldwäsche. Wir haben hier politische Stabilität. Das ist sehr geschätzt bei der Mafia. Die Vortaten, also da, wo man vorhin an dem Cartoon gesehen hat, wo das Geld aus der Hand fließt, das ist meistens in anderen Ländern. Und ganz wichtig und leider wirklich wahr, es ist profitabel für die öffentlichen Kassen. Bisher keine Umsetzung, keine effektive Umsetzung der Geldwäscherichtlinie. Ich will Ihnen hier mal kurz zwei Staatsanwälte vorstellen aus Italien. Italien hat ein relativ unabhängiges Rechtssystem und Italien ist uns natürlich in der Bekämpfung der Mafia, zumindest also teilweise, die hatten natürlich auch in der Politik schon die reinsten Mafiosis, aber die Staatsanwälte, zumindest die beiden, kämpfen wie die Berstenbinder gegen die Mafia. Und Giuseppe Lombardo auf die Frage, wieso machen Sie eigentlich so eine Arbeit? Also Sie können ja nur noch mit Bodyguards durch die Gegend rennen und sind gefährdet. Und ich liebe seine Antwort. Er sagt, wie kommen Sie eigentlich dazu, nichts zu machen? Und Roberto Scarpinato, den habe ich persönlich kennengelernt. Der war schon vor 5 Jahren im Bund oder vor 6 Jahren inzwischen im Deutschen Bundestag auf Einladung auch unter anderem von meinem Mann. Und natürlich den Deutschen Bundestag, aber auf Initiative von ihm. Er hat gesagt, wenn Deutschland nicht aufpasst, werden sie total unterwandert. Und ich kann auch eine kleine Geschichte erzählen. Ich war auf einer Tagung vom BDK, also vom Bund Deutscher Kriminalbeamter, eingeladen. Und da liefen so 2 Männer durch die Flure. Und naiv wie ich war, habe ich gedacht, die suchen vielleicht ihr Zimmer. Das war so ein Kloster, wo das stattfand. Und dann habe ich aber hinterher herausgekriegt, dass das die Bodyguards von Roberto Scarpinato waren und die haben nur geguckt, ob nirgendwo Bomben liegen. Er sagt ganz klar, das Sagen hat, wer das meiste Kapital hat. Er ist Generalstaatsanwalt in Palermo, zuständig für Sizilien und er sagt, wir befinden uns in einer Welt, in der das Kapital die Demokratie vernichtet. Und jetzt kommt meine wichtigste Seite. Ich habe es schon letztes Jahr mit Transparency International, mit Frau Rubio besprochen. Ich habe es dem LKA geschickt. Ich habe einige gute Kontakte in das Landeskriminalamt und die haben mir nicht nur den Vortrag, sondern auch die Seite mir ein bisschen geholfen. Und jedes Mal, wenn ich den Vortrag halte, dann hoffe ich, dass irgendjemand noch eine zündende Idee hat, was wir noch dagegen tun können. Ganz wichtig ist mir, und das machen wir heute Abend, ja, vielen Dank für die Einladung nochmal von Ihnen, diese Transnational Organized Crime, also die TOC, die Mafia, die Korruption und die Geldwäsche, wir müssen das thematisieren und wir müssen darüber sprechen, wir müssen uns informieren, wir müssen Argumentationshilfen anbieten. Und ganz, ganz wichtig, und deswegen hatte ich auch eine große Veranstaltung zum Thema Whistleblower, ich durfte da sogar ins kommunale Kino. Und zu meiner großen Überraschung habe ich da, als ich die Veranstaltung ganz am Anfang vom Finanztreff geplant habe, einen Anruf gekriegt aus Neapel
ob ich nicht die Frau Herta Däubler-Gmelin, die ehemalige Justizministerin, auf dem Podium noch haben wollte. Und zu meiner noch größeren Überraschung rief mich noch der Konsul an und hat Wein und Häppchen versprochen, wenn er die Begrüßungsrede halten darf aus der Schweiz. Die haben nämlich den Film von dem Whistleblower Rudolf Elmer gesponsert. Also immerhin, es gibt auch Teile in der Schweiz, die versuchen, was dagegen zu unternehmen. Und mir ist ganz, ganz wichtig, weil ich etliche persönlich inzwischen kenne, wir müssen Whistleblower, wir müssen die Polizei, vor allem die Spezialisten, die gegen mafiöse Strukturen, gegen Clan-Strukturen kämpfen, wir müssen Journalisten, die investigativ unterwegs sind, die müssen wir heilig halten, die müssen wir ehren, Geldwäsche-Experten, wir müssen die, also zum Beispiel, wenn man mal so einen Polizisten für ein Bundesverdienstkreuz vorschlagen würde, das wäre auch mal ermutigend für die jungen Polizisten, die jetzt gerade so langsam da reinrutschen und gegen diese Strukturen kämpfen müssen. Ich denke, wir können gar nicht genug würdigen, was für Arbeiten die machen. Wir müssen Umweltstraftaten dokumentieren und melden. Wir müssen natürlich Crime-Enabler, also diese Ermöglicher, den Filz aus Kumpanei, Vertuschung und Verschleierung wahrnehmen. Wir müssen mit Wissenschaftlerinnen vielleicht forschen und auch Lösungsmöglichkeiten diskutieren. Ich war zum Beispiel in Berlin in der Uni, wo so ein Antikorruptions- oder organisierte Kriminalität-Panel, und da ging es darum, das Allerwichtigste, wir müssen die Zivilgesellschaft informieren, wir müssen mit den Leuten drüber sprechen, und das versuche ich ja, so ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein zu sein. Wir müssen Arbeitsgruppen gründen, wir müssen Expertinnen einladen, Solidarisierung, Vernetzung. Ganz wichtig, wir müssen auch die Kinder entsprechend erziehen. Anti-Mafia-Organisationen unterstützen, Studienreise, keine Drogen, keine gefälschten Produkte. Und ganz wichtig, da haben wir ja vorhin schon kurz, habe ich das angesprochen, die Gesetze, also unser Informationsfreiheitsgesetz, ist ein ganz, ganz wichtiges Gesetz. Ich erinnere mich, wie die Grünen an die Macht kamen, hier in Baden-Württemberg, als sie noch in der Opposition waren, haben sie immer gesagt, wir brauchen Informationsfreiheitsgesetz. Und als sie dann an der Macht waren, Baden-Württemberg war eine der letzten, und die haben eines der schlappigsten Gesetze. Also wir müssen Transparenz fordern, und wir können gegebenenfalls Strafanzeigen stellen, wenn uns irgendwas komisch vorkommt. Leserbriefe schreiben, wir müssen unsere Abgeordneten fragen. Also ich habe zum Beispiel hier in Pforzheim mal einen sehr bekannten Politiker gefragt, warum wird eigentlich die Geldwäsche nicht bekämpft, und kann Ihnen auch sagen, was er gesagt hat. Wissen Sie was, Frau Frank, damit kann man keine Wahlen gewinnen. Ich glaube oder ich hoffe, das wird sich ändern. Also wir müssen Fragen stellen. Fernsehen, Radio, Film, wir müssen unbedingt zu Wahlen gehen, ganz wichtig, dass wir unsere großen Parteien, die wir haben, wir müssen genau hinschauen, was die treiben, und wirklich hinter die Kulissen auch gucken, aber wir müssen unbedingt wählen. Wir müssen andere finden, also gerade was momentan ist ja toll, wie viel im Fernsehen, in Film, Kunstschaffende kommen, und dann die wichtigste Frage an Sie, was können wir noch machen? Oh, jetzt habe ich in die falsche Richtung geklickt, sorry. Freiheit, Sicherheit und Demokratie ist nicht selbstverständlich. Ich war in Washington beim Parliamentary Security Forum. Ich glaube, mein Mann war ja bei Ihnen eingeladen, einen Vortrag zu halten, den er dort in Washington gehalten hat. Das kann er vielleicht auch demnächst mal noch nachholen. Da ging es um hybride Kriegsführung, was auch bis zu den Wahlen hingeht, dass die Wahlen beeinflusst werden. Also hybride Kriegsführung heißt Krieg führen ohne Waffen, mit Fake News, mit Wahlbeeinflussung, mit allem, was es überhaupt nur gibt, Cyberkriminalität, all die Geschäftsfelder, die wir aufgeführt haben. Und mein Ansatz, den ich immer in den Frauennetzwerken sage, ist, wir alleine kriegen es vielleicht nicht hin, aber gemeinsam können wir vielleicht doch was machen. Ja, dann bedanke ich mich, dass Sie mir zugehört haben, dass Sie mich eingeladen haben, und ich kann Sie einladen, wer sich interessiert für solche Themen. Wir werden wahrscheinlich Ende Mai wieder den Finanztreff veranstalten, ich hoffe im Haus der Jugend, und wir werden zusammen vielleicht mit der Deutschen Forschungsgesellschaft, da habe ich jetzt gerade heute noch eine E-Mail bekommen, und die erste Referentin habe ich auch schon ausgesucht jetzt. Wir werden wahrscheinlich am 16. April anfangen, per Webinar schon mal wieder zu veranstalten. Also wer Lust hat, kann sich auf die Einladungsliste stellen lassen, und dann schicke ich Ihnen eine Einladung, wenn irgendwas los ist.